Willkommen zu Haus und zu Warframe. Nach einigen, vielen und langen Einlog-Problemen heute habe ich es dann doch irgendwann heute Morgen geschafft, tatsächlich mich bei Warframe einloggen zu können. Ich danke mal wieder der Telekom für das hervorragende Glasfaser-Internet. Und dann konnte ich mir wenigstens meine 100 Tage Einlog-Bonus-Waffe abholen. Die Azima, eine Sekundärwaffe. Hier sehen wir mal kurz so ein bisschen die Optik. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Die Werte der Waffe, 10% Status, 10% Crit-Chance. Nichts Weltbewegendes. Aber wir haben ein 75er Magazin. Wir laden innerhalb von 1,4 Sekunden nach. Das ist schon verdammt schnell. Und wir haben eine sehr hohe Feuerrate. Das alles im Zusammenspiel sorgt dafür, dass die Waffe wirklich, wirklich gut Schaden macht. Ist größtenteils auf Schnitt aufgebaut. Ich habe sie dann direkt erstmal auf E-Prime ausprobiert. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Die Waffe kommt direkt mit einer Kartoffel. Inventarplatz weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Ich habe jetzt sowieso noch Platz im Inventar gehabt. Von daher kann ich da leider nicht viel zu sagen. Und die Waffe hat auch sofort eine Minus- und eine V-Polarität. Ich bin momentan dabei, die Waffe zu leveln, zu polarisieren, schön zu maxen, weil sie mir halt, wie gesagt, sehr viel Spaß macht. Meines Wissens nach kann man diese Waffe auch wirklich nur über diesen Weg bekommen. Also nur, wenn man sich 100 Tage in Warframe insgesamt eingeloggt hat. Andere Möglichkeit gibt es für diese Waffe nicht. Gibt es nicht, um an diese Waffe heranzukommen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video über diese Waffe, wenn ich sie fertig habe. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Der Haus ist raus und tschüss.